Jin Jian Azadi. Frau, Leben, Freiheit. Seit mehr als einem Monat ist dieser Ruf von tausenden Menschen im Iran zu hören, die für ihre Freiheit kämpfen. 4 Wochen sind seit dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini vergangen, die nach der Festnahme durch die sogenannte Sittenpolizei in Haft gestorben ist. Aus dem anfänglichen Protest gegen den Hijab-Zwang und die sogenannte Sittenpolizei ist inzwischen eine Rebellion tausender Menschen aus der Bevölkerung gegen das Unterdrückungsregime des obersten Religionsführers Ayatollah Ali Khamenei entbrannt. Unabhängig lässt sich aus dem Iran derzeit kaum berichten. Journalistinnen werden verhaftet, der Zugang zum Internet ist stark beschränkt worden. Protestierende versuchen dennoch, auf das gewaltsame Vorgehen des Regimes aufmerksam zu machen, indem sie Aufnahmen von den Protesten und die Namen der dabei Getöteten in den sozialen Medien teilen. T-Online hat mit Düzin Tekal gesprochen, die mit Protestierenden im Iran in Kontakt steht. Die Politikwissenschaftlerin und Gründerin der Menschenrechtsorganisation Hava Help gibt Antworten darauf, wie sich die Protestbewegung in den vergangenen Wochen verändert hat und ob sie das Regime stürzen kann. Dass die Proteste abflauen werden, glaubt die Menschenrechtsaktivistin nicht. Im Gegenteil. Also die Stimmung hat sich seit Protestbeginn im Grunde genommen verschärft und verstärkt. Nicht zuletzt auch durch den Brand im Foltergefängnis von Evin, wo ja viele Tote zu beklagen sind. Und wir reden von insgesamt 240 Toten, darunter viele Minderjährige, Kinder, Schülerinnen, die umgebracht werden. Durch einen Hackerangriff waren im Sommer 2021 Aufnahmen der Überwachungskameras aus dem berüchtigten Foltergefängnis in Teheran an die Öffentlichkeit gelangt. In der Haftanstalt werden vor allem Regimekritiker gefangen gehalten. Insgesamt 16 Videoclips zeigten, wie Wachleute des Gefängnisses die politischen Gefangenen misshandelten, vernachlässigten oder ihnen sexualisierte Gewalt zufügten. Doch trotz der Brutalität des Regimes, trotz der Gefahr, in Folterhaft zu kommen, gehen die Proteste weiter. Gefragt nach den Strategien der Bevölkerung, um der Gewalt zu begegnen, nennt Tekal vor allem einen Punkt: die Furchtlosigkeit der Menschen. Das größte Machtinstrument von Despoten und Unrechtsregimen ist das Spiel mit der Angst. Was macht man mit Menschen, die keine Angst mehr haben? Die an etwas glauben, was größer ist als ihre Angst. Das ist das, was wir gerade erleben. Und deswegen berührt uns das so sehr. Und deswegen ist mein Appell, dass wir diese Menschen, die für dieselben Werte kämpfen wie wir, nicht im Stich lassen dürfen. Diese Menschen sind bereit zu sterben für ihre Freiheit. Und das muss uns interessieren. Das ist nicht nur die Sache der Iranerin, das ist eine Sache von uns allen. Einen Monat nach Beginn der Proteste hat sich auch die EU zu der Gewalt des iranischen Regimes positioniert. Am Montag beschlossen die Außenminister der Europäischen Union Sanktionen gegen die sogenannte Sittenpolizei und weitere verantwortliche Personen und Organisationen. Konkret bedeutet das ein Einreiseverbot in die EU sowie das Einfrieren von Vermögenswerten. Ungenügend, findet Menschenrechtsaktivistin Tekal. Sie hatte sich mehr erhofft. Ja, da haben sich sehr viele Menschen mehr erhofft, vor allem die Menschen, die es betrifft. Es wird ja auch als Sanktionspaketchen bezeichnet. Es ist eine Handvoll Menschen, eine Handvoll Organisationen. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist tatsächlich auch, wem nützt es denn am Ende? Denn die Menschen und auch die Revolutionsgarden vor Ort, die morden ja weiter. Die diskriminieren ja weiter. Die wenden ja weiterhin Gewalt an. Das heißt, auch dieses Einreiseverbot ist dann erstmal unwichtig in diesem Moment, wo es um Leben und Tod geht. Tekal fordert noch schärfere Sanktionen, die das Regime härter treffen. Konkret nach dem Vorbild Kanadas. Das Land hatte zuletzt rund 10.000 Kräften der Revolutionsgarde der Islamischen Republik die Einreise verwehrt und ein Finanzpaket verabschiedet, um weitere Sanktionen durchzusetzen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch ein Schritt, der entstanden ist und auch eine Reaktion seitens der Politik in Europa auf diese mutige Protestbewegung. Und die Videos und die Bilder, die die Menschen dort unter Einsatz ihres Lebens in die Welt hinaus schreien, ich kann es nicht anders sagen, sie wollen, dass dieser Hilferuf ankommt, denn die Menschen sind de facto machtlos. Die haben nichts außer dieses Handy, außer diese Videos und ihr eigenes Leben.
Dass die EU schärfer auf die Gewaltverbrechen des iranischen Regimes reagiert, sieht die Menschenrechtsaktivistin als entscheidend für den Erfolg der Proteste an. Ob das Regime gestürzt werden kann oder nicht, hängt auch maßgeblich davon ab, wie wir uns dazu verhalten. Auch Europa, auch Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner. Und die empfindlichste Stelle ist nun mal die Wirtschaft und das Geld. Und diese Wirtschaftsbeziehungen müssen in Frage gestellt werden in dem Moment, wo das Regime, mit dem man zusammenarbeitet, Blut an den Händen ihrer Kinder kleben hat. Und das passiert de facto. Da werden sozusagen die eigenen Kinder, Töchter und Söhne des Landes getötet. Was ist das für ein Verhandlungspartner? Und wie ernst können wir das dann meinen mit der Einhaltung von Menschenrechten? Das ist für mich keine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik, die dort stattfindet. Es braucht eine Wende in der Iran-Politik. Die Zivilgesellschaft, die mutige, hält uns allen in der Welt gerade den Spiegel vor. Und wir können nicht mehr weggucken. Und das ist die neue Dimension. Neben weiteren Sanktionen und einem Umdenken hinsichtlich wirtschaftlicher Beziehungen fordert Tikal ein Nein zu Atomverhandlungen mit dem Iran. Na, wir werden damit erpressbar gemacht. Wir haben uns zum Faustpfand von Despoten und Unrechtsregimen gemacht. Es ist das Gleiche wie mit Putin. Es ist das Gleiche wie mit anderen Despoten. Und die Frage ist, wie es uns gelingt, diesen Spieß umzudrehen. Und wir können nicht zulassen, dass die eigene Bevölkerung als geiselhaft genommen wird und dass diese Verhandlungen wichtiger sind als Menschenleben. Tikal will weiter laut sein, weiter Druck auf die politischen Verantwortlichen ausüben, sich weiter für die Menschen im Iran einsetzen. Hoffnung geben ihr dabei etwa Szenen wie diese. Polizisten, die an Seite der Demonstrierenden stehen. Also eins habe ich gelernt in meinem Einsatz als Kriegsberichterstatterin. Ich habe ja die Organisation Haber Help gegründet auf der Asche des Völkermords in meiner eigenen Religionsgemeinschaft, dass wenn man vor Ort ist, dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist und dass nicht da die Opfer und da die Täter sind, sondern dass es sozusagen immer auch Grautöne gibt. Und es gibt Teile der Garden, es gibt Teile des Apparats, die jetzt auch anfangen, Kritik zu stellen, die mit versteckter Kamera darüber sprechen, die ihr Gesicht noch nicht zeigen. Aber es gibt neben all dem Leid, neben all den Toten, gibt es auch Hoffnung. Es gibt wirklich zarte Pflänzlein der Hoffnung dahingehend, dass sich Ethnien, Religions- und sozusagen auch klassenübergreifend die Menschen gerade vereinen. Im Schmerz, aber auch in der Kraft, dass dieses Regime abgewählt werden muss, in Anführungsstrichen. Dass das nicht mehr akzeptiert wird. Und das gibt auch Raum für Hoffnung und auch die Tatsache, dass sie einfach weitermachen. Sie machen weiter, obwohl es so konkrete Konsequenzen bedeutet für ihr Leben. Und das Foltergefängnis in Evin, wenn dieses Gefängnis Geschichten erzählen könnte, da würden wir nicht mehr hinterherkommen. Das bleibt sozusagen eine Blackbox. Aber unsere Aufgabe ist es jetzt, genau diese Geschichten hörbar und sichtbar zu machen.